Mein Name ist Florian Speck. Ich habe meine Doktorarbeit am Helmholtz-Institut Erlangen für erneuerbare Energien gemacht, was eine Außenstelle des Forschungszentrums Jülichs ist, auch als IEK 11 bekannt, wo ich in meiner Dissertation mir die Materialien, die für Elektrolyseure und Brennstoffzellen, also für Energiewandler, angeschaut habe, wie die Lebenszeit dieser Materialien ist und wie man sie vor allem verlängern kann. Wir haben uns die Stabilität und die Langlebigkeit von Materialien angeschaut. Und dabei geht es eben hauptsächlich darum, dass in einem Elektrolyseur oder der Brennstoffzelle, wo wir Wasserstoff zu Energie oder andersherum aus Energie Wasserstoff machen wollen, sehr widrige Bedingungen stattfinden. Das heißt, es findet bei erhöhten Temperaturen statt, bei erhöhten oder niedrigen pH-Werten, je nachdem, in welchem System man ist. Und genau dafür haben wir am Helmholtz-Institut eine Methode entwickelt, die diese Auflösung oder Degradation der Materialien messen kann. Und dadurch konnten wir eben feststellen, welche Betriebsbedingungen müssen verhindert werden oder welche Betriebsbedingungen sind vorteilhaft für die Lebenszeit der Materialien. Ja, das HiRN hat eine super Ausstattung, State-of-the-Art-Analytik-Methoden, die eben genau dafür benutzt werden können, kleinste Veränderungen auf Oberflächen von Materialien festzustellen. Da geht es zum einen um Auflösung, dass wir wirklich messen können, sobald sich kleinste Mengen einzelner Atome von der Oberfläche lösen. Und zum anderen eben auch feststellen können, wie sich die Oberfläche nach diesem Auflösen verhindert hat. Ja, der Preis für mich ist vor allem eine Art Wertschätzung für meine Forschung, aber auch für die Forschung, die das ganze Institut oder auch Forscher auf der ganzen Welt auf dieser Ebene der Energiewandler untersuchen. Und deswegen ist es einfach für die nötigen Veränderungen, die wir in der Gesellschaft bringen müssen, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen, für mich einfach ein Zeichen, dass sehr gewollt ist, die Klimaforschung voranzubringen. Die Dissertation am HiRN hat mir sehr tiefe Einblicke in alle möglichen Arten von Reaktionen der Energieumwandlung gegeben, was eben genau momentan in diesem Umbruch von Forschung für Energiewandler zur Realisierung von Energiewandlern im industriellen Maßstab mitgegeben. Ich habe gemerkt, dass die Industrie gerade auch den Umschlag von den alten bewährten Technologien der fossilen Brennstoffe zu eben genau diesen erneuerbaren Energiewandlern geht. Und da hat mir das Helmholtz-Institut eben genau die richtigen Voraussetzungen gegeben mit der Expertise über, wie Materialien in solchen Energiewandlern reagieren. Und dadurch bin ich jetzt eben zu Schaeffler Technologies, einem Automobilzulieferer in Herzogenaurach, ganz in der Nähe des Helmholtz-Instituts gelangt, wo ich auch noch kollaborative Projekte zusammen mit dem Helmholtz-Institut und dem Forschungszentrum Jülich betreue, um eben diese Expertise der Forschung auf den nächsten Maßstab der Industrialisierung zu führen.